Ja, ich bin der Meinung, dass ich hier nicht alles sichern muss. Doch, 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 hier muss schon. Oh. Hey all zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Paradise zusammen mit dem Captain Lucky. Hallo Freunde! Yay! Und wie ihr vielleicht seht, mein Texture Pack hat sich schon ein bisschen geändert. Ich hab jetzt. Ich komme nicht von der Bank runter. Lass mich hier raus. Ich habe jetzt das John Smith Texture Pack. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch irgendeinen Zusatz hat. Moment, ich guck's mal hier aus. Sag mal die Beschreibung, das einfachste. John Smith Legacy. Irgendwas. Ist nice. Sehr nice. Genau, das steht auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung. Für alle, die es wissen wollen. Das ist nicht mein Haus, nein, das ist die Schmiede. Ich habe mittlerweile ein bisschen weiter gebaut. Ja, um ehrlich zu sein, habe ich glaube ich auch wieder ein oder zwei Tage nicht aufgenommen. Ja, ich bin sehr, wie nennt man das? Ja, was? Sehr fluderig? Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Wenn es mir gleich einfällt, schrei ich es einfach nein. Zuverlässig. So, zuverlässig wollte ich sagen. Nicht sehr zuverlässig. Nee, das war Ironie. Urologie. Gott, dass ihr mich nicht versteht. Ja, ich kann ja hier einmal kurz durchwatscheln. Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden mit dem, was ich hier so fabriziert habe. Und es ist auch noch nicht komplett fertig. Ich würde hier gerne noch ein paar Bücherregale dazu packen. Pinguin-Modus? Und hier kommen auch noch so ein paar Kisten und sowas hin. Die könnte ich ja auch schon mal hinsetzen. Ja. Ach, ist doch gar nicht wahr. Dieses Treppenlaufen immer ist ein bisschen nervig. Warum zum Henker ist hier Fleisch drin? Wieso ist da Stroh? wieso liegt da Stroh? Nein, sowas ist nicht gut. Ich bin tot, glaube ich, fast. Ich will nur hier zur Schmiede kommen und gucken. Dabei stirbt er einfach. Crafting Table. Ja, ich muss ja irgendwo arbeiten können, ne? Ja, Flo, das war, also dieser Ofen, der war voll richtig cool geworden. Das gefällt mir. Danke, danke. Dann cool, Daumen hoch. Nochmal. Genau, Daumen hoch für den Ofen. Wenn der an ist, sieht das noch viel cooler aus. Zack. Tada. Oh, ich kann das Schwert drehen, das ist super. Ey! Nicht mein Schwert drehen! Das ist Diamant? Nee, oder? Oder ist das Diamant? Nee, das ist verzaubertes Eisenschwert. Das habe ich von irgendeinem Zombie mal bekommen. Das Schöne ist, dass man hieran nicht sieht, dass die eigentlich fast kaputt sind, die Dinger. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, hier gibt's Essen. Das habe ich dann gesucht. Ah, Manno! Du klaust mir mein Arbeitsmaterial. Also, nicht gesichert, also. Ja, ich bin der Meinung, dass ich hier nicht alles sichern muss. Doch, 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 hier muss schon. Oh! Ich hab einen Balken in meinem Kopf, wo steht, wie viel Herzen ich habe, und du haust einfach drauf. Gnadenlos. Braun. Ich hab da nicht drauf geachtet, muss ich zugeben. Was war jetzt dir und was war mir? Brauchen wir nicht. Also, mir gehört alles, was teuer aussieht und wertvoll. Ah ja, verstehe. Okay, das Eisen, das, Ja, bestimmt mal, also... Hat sich, glaube ich, jetzt vermischt. Hattest du 50 Eisen dabei? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Vielleicht 15 oder so. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Ich gebe dir einfach mal die Hälfte, passt schon. Pylon macht Spaß, ja. Jetzt hast du zumindest wieder volle Leben, ne? Also... Und Essen. Genau, beschwer dich mal nicht. Das war alles Absicht. Auf jeden Fall hast du noch irgendwas von mir, was mir gehört. Axt. Hey, eine hatte ich aber auch. Ich meine, dafür hätte ich... Ein... Nee, ich hab zwei Betten, gut. Zwei Betten. Passt so, ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben. Keine Hektik. Gibt's hier oben? Hier oben auch oder gibt's hier nichts? Doch, doch, hier oben. Ja gut, viel gibt's noch nicht. Es gibt ein Bett. Betten. Okay, Betten. Betten. Betten, ten, ten, ten. Looten, looten, looten. Nix looten, da ist noch nichts drin. Doch nicht, wir gucken. Nee. Wenn wir irgendwas da lassen. Ja. Brief oder so. Bei den nächsten. Ja. Vielleicht kann man sich hinsetzen, oder? Bitte? Vielleicht. Sich hinsetzen, nicht schlecht. Richtig, da habe ich nämlich gerade, hier habe ich gerade meine Folge gestartet. Von hier aus. Au, nicht hauen. Und das wird dann die Schmiede? Ja, das wird so der Arbeitsbereich, sage ich mal. Hier packe ich überall noch Stein hin, weil irgendwie finde ich auf Erde ist ein bisschen blöd.
Könntest du auch Bricks hinpacken, wenn ich gerade so drüber nachdenke, oder? Was für ein Ding? Ja, Bricks, also Ziegelsteine. Auf dem Boden? Ja, warum nicht? Ja. Probieren. Ja, oder mal gucken. Nicht oder sein lassen. Mal gucken, wie es dann aussieht. Aber auf jeden Fall wollte ich hier noch so einen kleinen Weg hinmachen, weil irgendwie... der Eingang ist irgendwie nicht so ganz auf der richtigen Seite. Egal, läuft mal hier durch und dann... Wir sind getarnt. Ja, ich mach hier einfach einen Weg hin und dann ist gut. So, da, dann kann man da rein. Halt ein getarnter Eingang. Genau. Passt. Hier draußen geht auch das Leben ab, Mann. Man muss gar nicht rein. Draußen? Drin ist Wartebereich. Hi, stirb. Genau, so ein Wartezimmer. wie so ein Waschmaschinenhaus, weißt du, wo alle waschen wollen. Alle Ofen dran. Ja, genau, im Waschsalon. Was sag ich eigentlich? Waschmaschinenhaus? Ah, Janis. Elmo was here. Wird freundlich grüßen, Elmo. Freut mich. Ich habe diesen Augenkrebsteppich mal weggemacht. Er war wunderschön, aber er hat ehrlich gesagt nicht wirklich hingepasst. Ja. Das ist richtig, ja. Ich bin jetzt übrigens offiziell für unsere... Hier ist mein kleines Chemielabor. Ich habe leider vorhin meinen Kessel zerstört. Ich muss einen neuen machen. Kleinen Moment. So. Warum sind eigentlich oben die Türen bei dir protected und unten die nicht? Also die Haupteingang. Mein Haupteingang ist nicht protected. Ja, aber der Rest ist protected. Keine Ahnung warum. Hä? So. Gibt's hier schon was Leckeres zu trinken irgendwie so? Keine Ahnung. Irgendwas, was gut schmeckt? Kommst nicht ran. Ich kann dir hier sowas geben, warte mal. Da hatte ich ja gerade ausprobiert. Da. Das, ich hab Angst. Ich kann auch werfbare Tränke machen, die sind nochmal viel cooler. So, jetzt musst du das natürlich draußen probieren. Warte, mach mal draußen. Überspringen? Ja. Macht das Sinn? Das macht Sinn. Komm raus. Ich bin jetzt wie so ein Versuchkaninchen, ganz ehrlich. Ich hab ein bisschen Angst. Und jetzt spring. Hui! Aber will ich höher? Wirklich? Ja. Komm sofort. Ja, gut. Minimal, aber ich kann die auch noch verstärken und ich kann Wurftränke draus machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ja. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen in... Ich bin unser Alchemist. Du bist der Alchemist und du machst dick Tränke? Ja, ja. Weil die sind ja... Wir brauchen viel und teuer, ganz ehrlich, wir brauchen viel mehr, viel, viel mehr. Als ich mir gerade vorstelle, so, keine Ahnung, der Theorie kannst du doch auch meine Kühe getötet haben. Oder weglaufen haben. Ich? Nein. Doch, weil du einfach die Wurftränke die Kühe gegeben hast. Also drüber gesprungen, beim Zaun. Bin ich kritisch, Leute, weil, ja, ich war heute, also irgendwie sind meine Kühe weg und irgendwie sagt keiner, er war's, aber irgendwie bin ich mir da unsicher. Wir müssen schauen, Freunde, wir müssen schauen. Was zum Henker wollte ich jetzt tun? Ich wollte Wurftränke machen. Hast du mal gesagt. Ich will schon seit drei Folgen endlich mal produktiv sein. Das funktioniert ja. Nicht. Ja, ich schaff das alles. Der Wort hier Häuser und Mühlen und einen Hafen und... Ja, ist richtig. Kann ich mehrere verschiedene Tränke zusammenpacken und daraus Wurftränke machen? Muss ich mal eben gucken. Ich glaube nicht. Nein, also wenn dann nur, glaube ich, Tränke mit... Hier mit Sprengstoff binden und dann werden es Wurftränke. Ja, ja, aber ich hatte gerade überlegt. Und die Fähigkeit runter. Ah, okay, verstehe. Ja, ich guck mal, sonst kann ich die auch wieder verstärken. Weil du ja mehrere damit triffst. Ja, ein bisschen OP, wenn du dann. Wie lange hält das eigentlich? Oh, noch so lange. Was wie viel Flummi? Ja, mittelalterlich. Mittelalterlicher Flummi. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Glowstone, glaube ich, damit macht man das, streckt man den Scheiß. Was machen wir mit Glowstone? Sprungkraft 2,15. Mit Glowstone kann man die, glaube ich, verstärken. Ey, und mit Redstone kannst du verlängern, glaube ich. Genau. Wie richtig denke. Irgendwie so, keine Ahnung. Muss ich mir nochmal genau anschauen. Ich habe Höllentor, aus dem schon Viecher rauskam. Allerdings ist mir im Nachhinein dann aufgefallen, dass es irgendwie sinniger wäre, wenn wir einfach einen Verzauberungstisch für alle und ein Höllentor für alle machen würden und nicht, dass jeder jetzt hier sein eigenes hat. Das ist ja eigentlich Bullshit. Das ist, ja, das ist generell viel sinnvoller, aber das... Letztlich kann jeder haben, was er möchte, aber trotzdem ist es nicht so schlau. Ja, ja. Eigentlich ist es unnötig, weil es einfach Materialien kostet wie so. Für alle halt. Okay, jetzt nochmal ausprobieren. Kaninchen bei Fuß. Wächst jetzt Kaninchen? Bist du eine Hexe? Bist du nicht verbrennen? Hexen verbrennen nicht, wenn's hell ist. Nein, wo bist du? Ich bin hier, bei deinem Haus. Ich will meinen verstärkten Sprungkrafttrank an dir austesten. Die Frage ist jetzt hier, wo bist du?
Oh, Achtung, da ist ein Creeper. Ich habe auch einen Trank der Unsichtbarkeit. Nee, der Werf mal einen Creeper Unterwasseratmung. ab. Das ist Ein Trank der unsichtbar. Heilung. Hi. Warte. Ich hab das hier für dich, das ist wunderbar. Das ist richtig gut. Das ist spitze. Jetzt merkst du schon eher, Ja, man merkt schon, ja, ist richtig, richtig, richtig. hä? Hast du mir eine Wasserflasche geklaut? Nee, habe ich dir gegeben. Bei der Tank von Oh. eben, aber hier war leer gemacht, also wieder voll gemacht. Das lieb, Dankeschön. Nachgefüllt. Oh. Recycelt. Recycelt. Ja gut, bei den Wurftränken gehen die Flaschen dann natürlich verloren. Das ist blöd. Aber dafür wirst du halt jetzt die cooler. Ja, so viel zu meinem kleinen Chemielabor. Glasflasche ist blöd. So, da tue ich die mal da zurück. Wasserflaschen auch mal alle hier rüber. Einfach weil just for the lulz und so. Das kommt auch wieder. Nein, halt nicht meine Kartoffeln. Wo ist das Glas und das Holz? Das ist auch Bullshit. So, da. Hier, hä, da. Was wollte ich denn jetzt? Mann. Bin voll verplant. Das Glas Kommt wollte ich gar auch nicht hier rüber lassen. oder so, also mir fällt gar nicht auf. Warte, warte, warte. Wenn du genug bist, sehe ich deine Lebensanzeige nicht. Okay, ich kann. Ey, dieses. Ah. Oh nein, ist schon dunkel. Wir müssen schlafen, Also ich einen los. Pfeil, den ich abschießen kann, das ist doch viel Ärger. Ich hab kein Essen mehr, ich hab nichts mehr. An allem fehlt's mir hier. Diese arme Stadt. Jetzt kann ich hier endlich zeigen, deinen schönen Kamin. Ein schöner Kamin. Kann man sich auch Mach mal nicht auf, hinsetzen. kommt nicht rein, wenn du hier nicht gleich anfängst, Was so denn? sittlich dich zu benehmen. Ich benehme mich immer südlich, ich bitte dich. Sittlich benehmen. Ich sehe das schon, wie du dich sittlich benimmst. Hier können wir so eine Talkshow starten jetzt. Ich lese irgendwann Bücher vor. Und nur noch ein ordentliches Buch. Ja, genau, Irgendwie du so ein fängst an, so Märchenbuch oder so. Hörbücher zu machen. Dann Ja. mache ich dann so einen Vorlesekanal. Ich kann zwar nicht lesen, aber. Märchenstunde mit Captain Lucky. Du kannst nicht lesen? Naja, also laut vorlesen ist nicht meine Stärke, würde ich mal so behaupten. Das ist nicht meine Stärke. Okay, Also ist ich aus. kann, also klar, schon, ist, aber ich würde mich jetzt nicht als jemand bewerben, der für Kinder Bücher vorlesen soll. Ich glaube, das geht schief. Lachen mich die Kinder eher aus. Aber ich glaube, das hat man schon mal gemerkt in irgendwelchen Folgen, wo ich mal irgendwas vorgelesen habe, zum Beispiel bei The Sims oder so. Oder bei Heroes of Storm. In der Fähigkeiten vorgelesen habe, das war schon ein bisschen trashy. Was machen wir jetzt eigentlich? Erzähl mal ein bisschen was, außer dich hauen. Schlafen. Yay. Super. Sehr spannend. Ja, muss wieder Produktiv hell wie. werden. Produktiv wie Sau. Wahnsinn, ne? Nein, ich wollte Wahnsinn. eigentlich an meiner Schmiede produktiv sein, aber. 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 Hast eine halbe Rundführung durch die Stadt gemacht und hast nicht geschafft, irgendwas hier produktiv zu sein. Was hab ich? Du hast eine Rundführung fast gemacht, also Stadtführung fast. Ja, ist doch nice. Gibt ja auch ordentlich was zu zeigen immer. So, jedes Mal, Ja, wenn ist man ja nicht so online kommt, schwer. gibt es 100.000 Euro rum. Schon gemerkt, wie Erik vorhin kam und nach einer Woche nicht mehr da war und dann, wenn man nichts mehr wusste. Er wusste auch nicht mehr, dass es ein Feld gab oder gibt. Genau, dass es unsere Mühle gibt. So, ich mache jetzt einfach Unsere mal. Mühle, wer hat sie gebaut? Ja, wer ist hier der Coole? Arrogant. Ja, du bist der Beste. Der Ich glaube, Besteste. ich baue mir eine Statue irgendwo hier von mir selber. Wie war das noch? Wir können eine Tonskulptur von dir machen oder so. Ja, eine Tonskulptur, aber so eine riesengroße, so irgendwie so. Wir müssen gucken, wie groß dein Bruder den Baum macht und macht einfach einen Block größer. Auf dass es ja heraussticht. Ja klar, das muss halt rote Augen haben auf jeden Fall, sonst fällt es sich auf. Oder Diamantaugen, irgendwas in der Richtung. Oh. Weil wir sind ja hier fast vermögend, mit unseren dicken Glasfenstern und den ganzen Häusern. Also, sind Ja. schon eher so die Oberschicht vom Mittelalter. Oh, ja, wir sind der Adel. Der Adel. Adel, der trotzdem nur die ganze Zeit vordertes Fleisch isst. Yay. Wo ist mein Leder, Mann? Ich hatte so furchtbar viel Leder. Brauchst du Leder? Ich kann dir was leihen, aber nur leihen. Betonung auf leihen. Oh. Ja, Arrogant. eigentlich, Ich weil ich brauche ja Bücherregale. glaube, ich benenne mich um. Ich hätte jetzt aber Captain Arrogant. Genau. Captain Arroganto. Hört sich an wie so ein X-Men. Genau. Der böse Zwillingsbruder von Magneto. Okay. Hier, wo ist denn hier was zu? Hier ist ein bisschen Leder. 21. Guck mal hier. Ist das schon mal Anfang, oder? Ja. Ist nicht besonders viel oder so, aber es ist halt.
Ja, das ist wieder das Problem, wenn man ein neues Texture-Pack hat. Die sieht Man leer findet nichts aus. mehr. Ja, also ich weiß, wie Leder Bei aussieht, dir? aber ich finde es nicht. Weil ich muss mal was in deinem Haus einrichten hier. Ich muss mal was hier was verändern. Das ist nämlich ein bisschen Was unbedacht. willst du? Was ist das für Holz auf dem Boden? Das ist Schwarzeichenholz oder? Auf dem Boden? Ja, ich meine schon. Das habe ich schon wieder nicht. Haha. Ich hätte gerne eine Druckplatte hier, dass man. Ach Die so. gibt es ja generell aus einem Haus, oder? Dass man einfach hier, wenn man raus, wenn man reinkommt, die automatisch zugeht. Ja, warte, können wir, lässt Bei sich hier muss man einrichten. sich umdrehen, um die Tür zu machen. Das ist grauenhaft. Ich weiß nicht, ich bin der Erste, der mitgedacht hat. Weil ich habe ja neue Technologien erfunden. Die automatische Fußabtrete Türschließefunktion Gerät. Apparat. Ganz meine Meinung. Der Name kommt in den Titel des Videos. Mindestens dreimal. Ja, ich glaube, das lässt YouTube nicht zu. Siehst du das hier? Ja. Okay. Jetzt habe ich das wäre jetzt ein. Na gut, aber auf jeden Fall besser als vorher. Hä? Das ist eine Schwarzeichendruckplatte. Warum ist die heller? War wie auch gerade. Das liegt ja beim Texturenpack oder dann generell. Weiß ich nicht. Das kann durchaus sein. Vielleicht versuchst du mal ein Fichtenholz oder so. Vielleicht gibt es ja nur so, ich weiß es auch nicht. Keine Danke. Ahnung. Hast du ja schon den großen Netter? Also außer um jetzt die Sachen zu looten? Jein. Also ich habe die Lohnruten für meinen Braustand habe ich da geholt und um halt allgemein so für meine alchemistischen Künste hier und Netherwarzen. Die Okay. sehen übrigens sehr genial aus in diesem Pack. Ja gut, ich könnte jetzt sagen, dass mir besser aussehen, aber das weiß nicht, wie das mit dir aussehen muss. Mal gucken, naja. Haha. Deins ist aber ein hochtexturiertes Texturenpack, oder? Also jetzt nicht nur 16 oder 32, sondern noch mehr. Gehe stark von Richtig aus. hier. Also ich bin kein Freund von sowas, ich finde das irgendwie nicht so krass schön, ich weiß nicht. Ich finde, zu Minecraft passt, muss dieses Pixelige dazu gehören. Das ist tief in mir verankert. Das muss einfach so sein. Das musst du. Wenn das nicht so ist, dann ist kein Minikraft, das ist halt Futurekraft. Keine Ahnung. Was ist es dann? Futurekraft, Zukunftskraft, wegen. Ach so, Future, Boah. ja. Wo bist du? Finde ich nicht mehr. Ich bin oben in meinem Haus. Na gut, ich gehe in den Keller. Oh. Willst du jetzt Bücherregal machen? Bücherregale. Jawohl. Hab ich. Und den ganzen Stuff hier wieder loswerden, Mensch. Ich habe so viel Zeug dabei, was ich gar nicht brauche. Ey! Essen, Gimmel, Hör auf mich Gimmel. mit deinem Müll zu bewerfen. Das ist Das ist kein verrottetes Müll, das ist Fleisch. wertvolles Essen, das ist Nahrung, das ist das Leben. Wir sind der Hochadel, wir essen kein verrottetes Fleisch, ich bitte Also dich. ich esse den ganzen Tag nur rotes Fleisch, weil ich einfach keine Lust habe, zum Feld zu laufen. Menschen sind halt von Natur aus faul. Aber kommen wir möglichst klar, deswegen. Irgendwas wollte ich doch jetzt noch, Mann. Was Wir wollte müssen ich den denn noch? Ausgang markieren. Warte mal, wir müssen den Ausgang markieren, das ist wichtig. So, rausfinden. Bist doof, Mann. Doof ist ganz anders. Doof, wenn man. Weißt du? Verstehst du? Ja, siehst du? Gut. Ja, genau das. Das ist doof. Ah ja, okay, wir wissen jetzt genau, was doof ist. Lass die Finger von meinen Kisten. Mach ich. Was machst du Muss sein. da? Muss es sein. Ja, muss Tobi vertreten. Er muss doch hier irgendwas machen, oder? Ja, erinnert mich ein bisschen an den grünen Hoden. War ich nicht dabei, sorry, da war ich nicht dabei. Aber immer dabei sein. Wie hast du diese. Hast du eine Bhutan-Spitzhacke? Kann das sein? Warum? Weil die draußen Ohr sind. Oder so. Eisenohr. Oder Gold, ich glaube es Eisen. Nein, man baut immer erst das Erz Ach. ab. Ah, ja, das spielt auf Jahre Minecraft und weiß es nicht. Ich komme drehen. Na, Marge. Aber ja, du hast recht, muss ich das mal schmelzen. Richtig, richtig. Ja. Jeden Tag noch was Neues. Da muss auch aufgefrischt werden, die ganzen Wissen. Ist Essen drin, ob ich jetzt spitze? Ne, ich glaube, es ist da was drin. Wo ich aufgehangen werde. Noch haben wir keinen Galgen. Hast noch Glück, aber. Wir werden schon gedroht, das ist das Problem. Ach, Es ist der Bullshit. Captain, der eigentlich der coolste hier auf dem Server, der wird hier bedroht mit Tod und Mordschlag. Also. Tod und Mordschlag. Ja, ich habe mir auch gedacht, so, yo, das vergiss. Ich glaube, es ist einfach viel zu spät für die ganzen Geschichten hier, aber das ist Ich schon glaube okay. auch. Was haben wir denn eigentlich so zeitmäßig?
Aber wir sind halt Profis, wenn es um Aufnehmen geht. Dann wird das mal den ganzen Tag auf Server rumgegammelt und dann wird abends das Spiel aufgenommen. Ja. Das zeigt Qualität. Ja, wir können es halt. Richtig. Wir sind cooler als der Rest. Wir müssen uns abspalten von dir. Wir müssen eine Mauer bauen. Genau. Eine Mauer. Keiner hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Oh mein Gott. Nein. Also ich hatte sie eigentlich, so eine chinesische Mauer hier, so mitten durchs ganze Dorf. Ach, ich bin so blöd. Das ist egal. Komme ich eigentlich schon voll, dass immer die Taverne aufmachen und ich eine Folge in der Taverne aufnehmen kann. Das wird so cool. Dann besorge ich mir noch so mittelalterliche so keine Musik oder so und dann. Das wird richtig cool, glaube ich. Genau, dann machen wir Einweihungsparty. Ich bin generell überlegt, ob ich vielleicht meine Folgen so mit irgendwas mit so einer mittelalterlichen Begrüßung machen sollte und dann auch so mittelalterliche Musik einspielen lassen sollte. Aber irgendwie bin ich Musik irgendwie ganz schön kritisch letzte Zeit so. Weiß ich nicht, Musik auf YouTube ist so komisch, das Wahre. Ja, ist glaube ich schwierig. Ich habe auch ständig irgendwie, jedes Mal, wenn ich Musik in den Hintergrund oder ins Intro packe oder so, dann habe ich irgendwie immer Angst, dass ich gekickt werde, weil irgendwer wegen irgendwelchen Rechten aufmuckt und anfängt zu spinnen. Ja, ich habe keine Lust auf einen Strike, deswegen, ich habe ja schon so einen halben Strike bekommen oder so, deswegen bin ich jetzt relativ vorsichtig geworden. Echt? Und diese coole Liste auf YouTube, dass man das Creator gucken können, du kannst Lied angeben, dann können sie gucken, welche Versionen von diesen Liedern oder generell welche Lieder kannst du was nutzen, hochladen, monetarisieren und so weiter und so weiter. Mhm. Aber irgendwie schreiben die selber, dass diese Liste nicht ganz aktuell sei oder so in der Richtung oder die nicht immer aktuell sein kann. Und wenn du jetzt das hochladen hast, dann geht's doch nicht. Super. Aber erst am Ende ist der Kanal weg, so wie das bei Erik war. War nicht wegen solchen Sachen, aber es hat trotzdem richtig ärgerlich. Ja, sicher. Hat ja gesagt, Erik hat seinen Kanal verloren und sie haben siehst ja, was er macht auf seinem Kanal, auf den neuen. Eigentlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sehe nur an die Hochladearbeit von diesem Kanal hier, diese Milliardenstunden. Mhm. Bin ich nicht verkraften, ich glaube, ich werde uns weinen. Du hast in die zweite Kiste auch so ein Ding reingesetzt. Ja, wenn dann doppelt hält besser. Aber ein weiser Mann gesagt, Robin. Ah ja, weiser Mann. Nee, du warst ja die weise Frau, hier. Wie war das? Ach ja, Robin der Weiße und so, ne? Nicht der Graue. Nein, der Weiß. Obwohl, nee, der Weiße war cooler, ne? Nein, dann doch der Graue. War der Graue nicht der mit dem... Oder? Nee, warte mal, jetzt bin ich unsicher. Am besten die Fresse von irgendwer in die Kommentare schreibt mit alles! Hör auf, hier zu reden! Du hast eh keine Ahnung. Echt mal. Schäm dich was. Okay, ich glaube... Ich habe keine Ahnung, bei wie vielen Minuten wir sind. Wir sind, glaube ich, schon fast bei 20 Minuten. Yay! Aber wir machen aber für Erik einfach 2-Stunden-Folge. Ja genau, ich cutte das einfach einmal in der Mitte und dann passt das schon. Aber es macht gerade so Spaß. Okay. Wenn, dann hau ich halt eine 1/2-Stunden-Folge. Jetzt hör auf meine... Mann, was mach ich denn? Ich mach gar ja, du nichts. Drehst immer meine Bilder. Heute gibt es in jedem öffentlichen Gebäude so ein Exit und das gibt's jetzt hier auch. Nein. Sicherheit soll geboten sein, auch im Mittelalter. Sicherheit? Was ist da denn für eine Sicherheit? Kommen Neulinge aufs Server, die wollen da reingehen. Oh, ich wurde gefallen. da kommen Neulinge. Die wollen raus, weil es brennt. Was machen sie? Sie rennen in die falsche Richtung und dann sind sie tot. Die haben gar nicht in meine Schmiede reinzugehen. Und welche Hexe wird verbrannt am Ende? Welche Hexe wird verbrannt? Richtig, du. Was hab ich denn jetzt? Warum bin ich denn jetzt dann die Hexe? Na, Alchemistin, das hat doch schon alles gesagt, oder? Ach shit. Alchemistin, Schmiede, du kommst natürlich um alles, oder? Du bist die Mutterfall, das kann das sein, so ein bisschen. Ja, sicher. Sicher. Wenn ihr hier nichts auf die Kette kriegt. Ah, meine Schaufel ist kaputt. Brauchst du eine? Ich hab hier noch richtig viele Mimitoren. Ich brauch die alle nicht. Alles. Hier, fang! Was? Oh mein Gott! Dankeschön. Oh mein Gott, sie ist aus Eisen! Oh mein Gott! Nicht nur aus Holz, wie meine immer. Aber ich finde diese Idee mit dem Kamin war richtig gut. Die Idee ist, wie vorhin, das ist. Stimmt nachgemacht, so Captain Lucky. Gar nicht wahr. Immer, der Amboss ist jetzt runtergefallen, das war jetzt nicht so schlau. Irgendwie. Ja, ich hab gerade gesagt, wir müssen bestimmt mal so eine Falle bauen mit Ambossen. Irgendwo hin. Achtung, du wirst verfolgt. Ah ja, der macht nichts. Der ist harmlos. Der ist lieb. Mann, bin ich im Fall geschossen. Haha. Noch einer. Jo, die geht einfach rein. Hier ist da oben noch ein Bett oder brauche ich. Ich hab auch mit dabei. Nee, ich hab zwei Betten hier oben. Da unten, ich will da nicht oben mit dir. Ich schlafe auf dem Boden, ist mir egal. Mach, was du willst. Du kannst nur... Ach man, hier sind Zombies, ich komm hoch. Gut, dann würde ich sagen...
Bringen wir die Nacht noch hinter uns und dann beende ich schon meine Folge an der Stelle. Da, oh, du bist so ein Fraggle, ey. Baut er da hinten sein Bett hin. Boah, sicher, da kann ich also irgendwas. Übergriffe, gefährliche Übergriffe von der Spitzhacke. Wie kommst du schon, siehst du? Ja, ja. Okay, dann würde ich mal sagen, müsste ich meine Hand frei machen hier. Weg, 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 weg. Weil nur mit der freien Hand kriegt man das hier hin. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut unten in die Videobeschreibung, denn der Captain Lucky hat vorhin auch schon ein Video aufgenommen und das findet ihr da unten. Erster Link in der Videobeschreibung. Und ein kleiner Zombie, oh mein Gott, oh mein Gott. Rennt er einfach durchs Bild, ey, wie gut. Hast du die Tür offen gelassen? Natürlich. Die Muck drinnen. Zack. Frische Luft brauchen wir hier. Ich habe jede Menge Fenster, die kannst du alle aufmachen. Ja, ja. Das sind stehende Fenster. Okay, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss.